Hallo und herzlich willkommen zu Wir probieren. Diese scheiß wackelnde Lampe da oben geht mir auf den Sack. Gell? Herzlich willkommen zu Wir probieren. Heute mit Alpenjodel Bio Energy Drink. Oh mein Gott. Also ich finde, eine Frau sollte. Jodel mit Y. Hallo, Jungs. Ja. Ja. Eine Frau sollte. Ja. Eine Frau darf doch auch einen Beruf haben. Und dann mache ich dann mein Jodeldiplom. Und nach 2 Jahren habe ich dann was Eigenes. Oh mein. Also, du Dödel die. Du Dödel. Dödel die Dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang. Also wir haben hier drauf, ganz groß vorne Alpenjodel Bio Energy Drink mit Guarana. Im Hintergrund ein bisschen Rasen. Ja, das ist so eine Alm Alpen, halt. Eine ist Alm. Eine Alm und dann oben so Berge und dann und vorne ist noch so ein Elch drauf. Ein Elch in den Alpen. Klassische mach Alpenelch. Klassische Alpenelch, ja, kennt man ja. So. Also hinten steht ein Haufen Zeug von Zitronenmelisse, Apfelminze, ein Haufen Kräutergedöns. Alles, was uns nicht interessiert, sondern was ihr da lesen könnt. Genau. Was man auf jeden Fall riecht, ist die Zitronenmelisse. Die geht ziemlich gut durch und ein bisschen Minz noch. Ja, riecht ja ein wenig minzig. Scheiß Schluchtenscheiß. Das war Schweizer, ja. Aber macht ja nichts. Macht nichts, sind auch Schluchtenscheiß. Gewebe, Trink. Ich hasse das wie die Pest. Das ist für mich der schlimmste Dialekt, den es gibt. Nicht Ösi-Deutsch oder irgendwelche Bayern oder was auch immer. Dieses Ösi und Schweiz. Nee, eigentlich nur Ösi. Das ist so schlimm. Ja, ich glaube, da mache ich die restliche Folge auf Österreichisch, oder? Hui, aber interessant. Da muss ich nochmal einen Schluck nehmen. Da muss ich auch nochmal, es ist gut. Es erinnert mich so ein bisschen an Ständer. Weil es hat diesen minzigen Abgang. Ja, aber es geht fruchtiger runter. Es geht fruchtiger runter, weil es generell so zitrusmäßig und dann so einen minzigen Abgang, aber nicht so extrem minzig wie beim Ständer. Ein bisschen Kräuter. Ein bisschen kräuterig. Nicht ganz so krass wie ein Almdudler vielleicht, aber es ist schon ziemlich kräuterig mit drin. Ja, aber, warte mal, aber Almdudler. Gut. Da. Ja, aber nicht ganz so krass wie ein Almdudler. Es ist da, aber nicht so extrem. Ja, aber es geht in die Richtung Almdudler. Also ja, es ist so kräuterig. Also es ist, wer Almdudler mag, dem könnte das durchaus schmecken. Auf jeden Fall. Mhm. Wie gesagt, das der minzige ist durch, Abgang ist da. Durch die Kräuter, finde ich, merkt man aber die Kohlensäure. Obwohl sie eigentlich nicht so stark ist, merkt man sie trotzdem mehr. Also es ist nicht ja so stark, aber diese Kräuter und so weiter unterstreichen diese Kohlensäure noch mehr. Mhm, definitiv. Mhm. Aber es ist interessant. Ich hätte jetzt gedacht, ja, Bio-Energy Drink und Alpenjodel, was kann das schon Besonderes sein? Aber es ist gut, es ist wirklich sehr gut, es ist interessant. Es ist und interessant gut ist immer gut bei uns, weil interessant heißt, es ist was Neues, es ist was anderes und das ist bei uns nicht mehr so einfach zu finden. Ja. Und der hat es auf jeden Fall geschafft, mal wieder eine schöne wirtschaftliche Lücke zu finden, bla bla, aber das Zeug ist wirklich gut. Es ist eine wirklich weitere Nische zum Auslutschen. Ja! Zurück zum Niveau. Da ist es wieder. Ich stelle das Niveau mal hier hin, damit es uns nicht weiter stört, aber genau, es ist zumindest da. Also hauptsächlich Zitronenmelisse und wirklich cool. Also wenn ihr das mal in irgendeiner Form seht, wo hast du das jetzt hergekriegt? Das war ich habe mir das aus Österreich schicken lassen. Das danke an die Schluchtenscheißer. Nein, ernsthaft. Danke, Jungs. Das war echt top. Das Zeug ist nämlich echt geil. Das nicht von denen, nur von Österreich. Ja, schon nicht von denen. Das ist mir klar. Aber nee, weißt du, ich habe einfach mir ein Riesenpaket aus Österreich schicken lassen, so mit einer Riesenpalette. Stopf rein! An der Energy, was reingeht. Da war noch alles mögliche da, Full Speed Energy, dieses S-Budget-Zeug. Ja, also das quasi die Eigenmarke vom Spar, ja, die es bei uns ja gar nicht gibt. Zeugs vom Billa und alles mögliche. Herrlich. Super Zeug. Also da kommt noch sehr viel nettes Zeug, hoffentlich. Da könnt ihr noch auf was hoffen. Ich hoffe, dass es das irgendwann bei uns gibt. Also ich denke hoffe nicht, ich dass auch es das bisher bei uns gibt. Also ich habe es bisher noch nicht bei uns gesehen. Ich auch nicht. Leider. Weil das ist echt eine nette Alternative ab und zu. Ich glaube, ich hätte nicht jeden Tag Bock drauf.
Aber so ab und zu mal kann das echt gut sein. Also wird aber in der Schweiz hergestellt. Die Schweizer produzieren für die Schlucht, ja? Scheiße, was nee, ist da schief gegangen? Alpenjodel CH, aber abgefüllt in Österreich. Das sind dann wie irgendwelche Autoteile, die in Einzelteilen, ja, in Made in China, dann hier und dann fertig zusammengebaut, aber es ist alles deutsche Produktionsarbeit. Ja, wie bei den Engländern mit dem Bentley. Ja? Ja, alles genau, wird in Deutschland hergestellt und die Engländer drehen dann noch eine Schraube dran und dann Made in Britain. Made in Britain, auf jeden Fall. Gut, aber wie gesagt, wenn ihr mal in Österreich seid oder wenn es das irgendwann mal zufällig auch in Deutschland geben sollte. Oder halt irgendwelchen Online-Shops, manche verschicken oder ja Online-Shops nach Deutschland. Oder auf Ebay, wer ganz notgeil ist da drauf, kann sich das gerne mal holen. Das nee, ohne Scheiß. Also das wäre jetzt einer der wenigen, wo ich sogar sagen würde, das lohnt sich auch mal online zu bestellen. Der lohnt sich wirklich mal. Also haut da mal ordentlich rein. Das ist echt toll. Definitiv. Oder bringt es einfach bei uns raus, wenn uns jemand von der Holderhof Produkte AG zuschaut. Ja. Haut das in Deutschland raus. Das ist echt top. In diesem Sinne, adios.